Hallo Leute, hier ist wieder euer Lotta Kuhne und diesmal mit dem nächsten Teil des Freif für alle mit jeder Waffe gewinnen. Ihr seht hier schon, ich spiele mit der SKH. Also ganz einfach ein Grund, weil ja so ziemlich jedes dritte Gameplay auf meinem Kanal eh mit der Farmers ist. Von daher denke ich mal, ich kann das im Prinzip verschieben oder ja auslassen, weil ich meine, ich habe ja genug Farmers Gameplays. Ich weiß nicht, ich meine, wenn ihr da jetzt echt noch ein Farmers Gameplay sehen wollt, dann kann ich das natürlich noch machen. Aber so würde jetzt eigentlich im Prinzip auch nichts fehlen, denke ich. Ach, ich will schon hier Leute markieren, das ist ja schlimm. Ja, SKH, Plünderer, Feuerkraft, Ninja. Mit der Klasse habe ich früher mal ziemlich viel gespielt. Aber. Ah, hier kommt einer. Aber eigentlich finde ich die Waffe gar nicht so gut, weil die hat mir persönlich zu wenig Munition. Der Schaden ist echt in Ordnung und so, aber die hat einfach zu wenig Munition. Und deswegen ist sie irgendwie nicht so meins. Also die Feuerrate gefällt mir auch nicht so. Ist zwar jetzt eine solide Waffe, kann man jetzt so sagen, aber nicht so meins. Ach, das war so klar. Das war so logisch. Und das ist wieder eine rein deutsche Lobby hier. So, den gönnen wir uns jetzt mal. Boah, herrliches Ding. Purer Skill. Übrigens, wenn ich auf dieser Map hinten gespawnt werde, an diesem einen abgelegenen Spawnpunkt, bringe ich mich selber um, weil ich sehe das nicht ein, da 20 Minuten lang zu laufen. Oh. Okay. Ja, Killerkartoffel, die ganze Arbeit geleistet. Wie gesagt, deutsche Lobby. Also, Killstreaks kann ich vergessen. Ja, oder halt sowas, ne? Also Deutsch, meine Freunde, Deutsch. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Da hackt man sich schon, übrigens den Spawn meine ich. Da hackt man sich schon in den Prestige und dann kriegt man nur auf die Fresse. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Da höre ich doch auf mit dem Spielen, oder? Wenn ich mir alles erhacke, nichts hinbekomme, ey, irgendwann verliere ich doch die Lust, erzähl doch nichts her. Die haben doch alle Painkiller wieder, das gibt's doch nicht. Vorne rechts. Das war so klar. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Leiche ist. Wie gesagt, die Munition geht mir hart auf den Sack. Bei der Waffe hier, da war auch einer. Hat er den gemessert. Die Map mag ich eigentlich auch nicht so. Vorne ist wieder einer. Hol ich mir lieber den hier. Ja, jetzt muss ich nachladen, werde wahrscheinlich getötet hier. Okay. Mal schauen, wenn das Ding jetzt hier so schnell vorbei ist, dann hänge ich ja wieder ein zweites dran. Auch wenn die Lobby mir wirklich hart auf den Piss geht. Na komm, dann beenden wir das mal schnell. Oh, wehe. Na gut. Da war wieder einer. Was auch geil ist, jetzt wo ich jeden Tag so ein Video, 30-2 übrigens, ist in Ordnung. Jetzt wo ich jeden Tag so ein Video raushole, beschweren sich die Leute von wegen, oh ja, machen wir zwei Videos pro Tag. Leute, wie gierig kann man denn bitte werden? Also wirklich schlimm. Einfach mal alle im Minus. Was ist das denn für eine Lobby hier? Alter. Schlimm. Naja, okay. Nach der SKA kommt, glaube ich, die TAR-21. Jo. Ja, wie man sieht, mit der habe ich auch nicht so krass viel gespielt. Die ist aber deutlich besser als die SKH in meinen Augen. Gucken wir mal. So. Die Sniper-Commentaries, also die werde ich auch noch machen, sag ich mal. Also, ich schau mal, ob ich die Secondaries auch mache, sozusagen. Also leichte MGs und so, das hier werde ich alles machen, auch Einsatzschild. Secondaries weiß ich nicht.
Also wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich diese Serie so komplett zu Ende bringe. Na, ja, mal schauen. Wie lange nehme ich denn jetzt schon wieder auf hier? 5 Minuten ist das, ja, das geht ja noch. Aber das ist dann auch eine Ausnahme, ne, Freunde? Also die Commentaries werden jetzt nicht immer so lang gehen. Da kommt die Fall, okay. 16 ACR F2000. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie auch mal so eine random Reihenfolge mache, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich die Dinger nacheinander so abarbeite, sag ich mal. Deswegen lasse ich das jetzt mal so. Ach ja. So, ich werde jetzt nochmal schnell synchronisieren für den Fall, dass ich das doch cutte. Was ich glaube ich nicht machen werde. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So. Ah, da ist wieder einer. Ist der da gerade runtergesprungen? Oh. Ach, ja, natürlich. Hier ist wieder einer. Na, shit. Ich hasse es, ne? Welcher Zigeuner ist wieder Host hier? Das war knapp. Wenn er gemessert hätte. Oh, da war er. Also die Verbindung ist nicht astrein, Freunde. Ich merke das hier. Oh. Okay, wahrscheinlich will der mich jetzt wirklich hart holen. Oh, hier war einer. Ah, doch, da ist aber einer. Da ist aber einer. Muss doch nicht sein. Oh, ich hasse das. Und diese Bananenblätter, ne? Wieso sie das gemacht haben, dass man da nicht durchschießen kann? Ah. Wo bleibt er? Ich bin mir sicher, dass ich da Schritte gehört habe. Schauen wir mal. Um uns mal die zwei Kollegen da. Ach, gut. Ah, okay. Harrier holt den aber runter. Ja, gut. Während der Chopper hier oben ist, werde ich mich jetzt mal hier hinstellen. Spannung. Ja, okay, er fliegt doch genauso, dass er hier mich gerade auf dem Schirm hat, wahrscheinlich. So, und das war's. Okay, da war aber einer, der hat die Leiter hochgeklettert. Ah, das war dumm. Da hätte ich durchziehen müssen. Okay, aber da das Ding jetzt nicht gegeiert wird, sollte das wieder recht schnell zu Ende gehen. Irgendeiner hatte auch in den Kommentaren geschrieben, mach doch mal Free for Alls, bis du verlierst. Also, sorry, aber dann könnte ich auch Livestreams machen. Weil das würde echt, das passiert einfach nicht. Ja, hast du schön gemacht. Eine schöne Klasse auch. Ich perfekt einmal um ihn rumgeschossen hab, ne? Na. Schade. Was ist der denn für ein Name? LL, ach ja, richtiger Vogel. Ach du Scheiße. Ja, Skill-Kommando und so. Ja gut, der Payflow holt hier wieder alles weg. Ist eine schnelle Runde, würde ich sagen. Ah. Ich höre wieder ein. Ah, wo ist er?
Rechts, 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 da. Ja. So, 30,5. Nicht ganz so gut, aber ist noch in Ordnung. Ah, wie lange nehme ich auf? 10 Minuten, ja. Schauen wir mal, ob ich da jetzt noch eine Folge dranhänge.